So Leute, im Nachfolgenden werden wir uns jetzt um Aurelia kümmern oder Aurelia, wie man den auch immer aussprechen möchte. Ich starte direkt, ansonsten läuft er nämlich wieder weg, der patrouilliert hier im Kreis. Auch hier wieder gilt, ich habe keine Ahnung, was der Boss so an Damage raushaut. Das ist jetzt wieder mal Learning by Doing. Mal gucken, was der so an Damage macht. Bis jetzt ist es doch nicht ganz wenig. Also wir droppen mehr als bei den anderen Bossen. Liegt wohl aber auch an den Ads, die sie im Moment bei sich hat hier. Das ist halt gleich die Frage, was passiert, wenn die Ads down sind. Hier jetzt habe ich gerade eine ganze Ecke an Damage bekommen hier. Fleisch reißen. Ja. Das ist ein böser Debuff. Den habe ich natürlich jetzt erst gerade gesehen. Das machen wahrscheinlich die Panther auf mich drauf. Das heißt, wir müssen hier wohl die Ads, die hier kommen, fokussen. Ist halt die Frage, wie krass die Damage machen. Berserker ist in 8 Minuten. Ich gucke jetzt erstmal, ob der wilde Verteidiger hier auch Damage auf mich, diesen Debuff auf mich macht. Nee, aber der Schildwachenschlag ist böse. Also der Boss hier ist definitiv nicht für DDs machbar. Das kann ich an dieser Stelle jetzt schon mal sagen. Es sei denn, es gibt hier noch eine andere Taktik, die ich nicht kenne. Oder der Selfie ist so enorm. Die wilden Verteidiger sind nicht böse. Die kriegt man locker hin. Also da muss man keine Angst haben. Ach ja, genau. Daran kann ich mich auch noch ganz grob erinnern. Wenn die sterben, hinterlassen die so eine schwarze Void, da sollte man nicht drin stehen. Also im Endeffekt kann ich jetzt schon mal sagen, der Boss ist eigentlich ganz machbar, bis auf den Anfang mit den Ads, die dann den Stack da auf mich drauf machen. Wobei ich da jetzt im Nachhinein auch anders gehandelt hätte. Ich hätte die Ads fokussiert und nicht den Boss. Aber es hat ja gereicht. Musste zwar meinen Ghoul zünden, aber wofür ist er denn da, wenn nicht für solche Situationen? Ansonsten ist es wohl ein ganz normales Damage Race hier, also man darf nicht zu viel Zeit vergeuden. Ansonsten killt der Boss einen hier durch den Berserker, aber das ist wohl das geringste Problem hier. Der 4 ist ein bisschen nervig. Und böse ist auch der Schildwachenschlag hier. Da muss man ein bisschen aufpassen. Vielleicht, wenn der Schildwachenschlag kommt, die CDs zünden. Also neben dem Debuff am Anfang würde ich das als gefährlichste Fähigkeit hier im Spiel, in diesem Kampf einschätzen. So, der ist auch tot. Und Deadly Boss Mod sagt dann auch direkt an, dass man hier aus diesen schwarzen Voids rausgehen soll. 4 ist wie gesagt eigentlich nur nervig. Und der Schildwachenschlag, der ist gefährlich. Vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht noch direkt in so eine schwarze Void kommt. Und das ist, gehe ich mal stark von aus, dass das hier Schattenschaden ist, wenn man da reingeht. Und dann 300% mehr Schattenschaden. Das kann böse enden. Der Erfolg hier übrigens ist machbar, aber nervig, würde ich sagen. Für mich vielleicht nicht machbar, weil ich einfach zu viel AOE-Damage habe. Und darf man während des Kampfes keine wilden Verteidiger töten. Das ist alles. Also eigentlich braucht man dafür... Ja, eigentlich
Eigentlich müsste er machbar sein, weil diese wilden Verteidiger sind nicht tankbar, soweit ich weiß. Springen die im Raid dann immer herum, wenn man dann im Raid hier drin ist. Da, kann ich nicht genau, sagen, wie man den am besten macht. Jetzt kommt wieder der nervige Schild, Wachenschlag. Da habe ich jetzt meine Bubble gezündet, die hier sehr gut getimed war. Also die Bubble hier hat mir gute Dienste erwiesen gerade. Ich glaube, das Ding wird sogar die komplette, den kompletten Schildwachenschlag abfangen. So, jetzt nochmal hier meinen Seelenernter. Benutze ich viel zu selten die Fähigkeit. So, und jetzt ziehe ich ihn mal ein bisschen weg. Also nochmal seinen Schildwachenschlag hier. Damit ich den Boss gleich looten kann, ohne dass er in diesen schwarzen Voids ist. Down ist er, aber die Voids verschwinden eh. Gut, da verschwindet sie mit einem großen Kreischen. Und dann schauen wir uns mal die Loots an. Wieder eine runenbeschriebene Kugel. Die sollte man übrigens nicht unterschätzen. Die kann man noch recht teuer im Maha verscherbeln, wenn man den richtigen findet. Ein Umhang. Der sogar mal ganz hübsch ist. Vielleicht passt der sogar zu meinem Equipment. Muss ich mal gucken. Brustplatte. Finde ich nichtssagend. Stofffüße. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Part mit dem nächsten Boss. Ciao.